Vergangenen Sonntag wurde im Gallus-Theater in Frankfurt die Tanzperformance Stadt der Blinden von der Tanzkompanie Cooperativa Maura Morales aufgeführt. Die aus Kuba stammende Morales und der Komponist Micho sind vielen Darmstädtern durch ihr Wirken am Darmstädter Staatstheater bekannt. Stadt der Blinde ist ein Stück, das ich unbedingt machen wollte. Ich liebte das Buch und wollte einfach probieren, wie ich alles, was in dieses Buch mich beeindruckt hat, einfach auf den Körper beziehe, kann man das sagen? Auf den Körper beziehen, ja. Und wie kann man einfach nur mit einem Körper einen Raum beschreiben? Wie kann ohne zu sehen tanzen? Also für Tänzer ist sehr, sehr wichtig, den Blick, also ja, zum Publikum, zu dem Partner, aber wie ist, wenn man einfach diesen Blick, also nach außen nicht mehr existiert, sondern das Blick nach innen. Ne? Und ja, das war eigentlich, was mich interessierte von diesem Stück, einfach diese Herausforderung, den Raum zu beschreiben und das, die Augen nicht benutzen. José Saramago hat einen ganz eigenartigen Schreibstil. Er verwendet keine Punkte, keine Komma. Und das verursacht, zumindest bei mir war das so, hat es beim Lesen so eine Rastlosigkeit, so eine Unruhe, so ein Gestresstsein hervorgerufen. Und was bewirkte, dass ich immer nur 10, 12 Seiten lesen konnte und dann das Buch weglegen musste, weil ich erstmal Luft holen musste. Und das war so ein bisschen die Aufgabe, die Maura mir durch die Musik zugeteilt hat, auch quasi durch eine treibende, nicht unbedingt schöne Musik, weil ich habe ja mehr Geräuscherzeuger als wirkliche Instrumente am Start, damit eben hervorzurufen. Die zentrale Metapher aus der Novelle, die Entmenschlichung des seiner Blindheit überlassenen Menschen, bleibt das verbindende Element zwischen Buch und Performance. Die sehr dichte und intensive Inszenierung wurde vom Publikum begeistert aufgenommen. Und es bleibt zu hoffen, dass die Kooperative Maura Morales auch in Zukunft die Rhein-Main-Region mit ihren Inszenierungen bereichert.